Oh Gott. Ja, hallo, willkommen zum ersten deutschen Video, was auf diesem Kanal zum ersten Mal hochgeladen wird. Klingt sehr begeistert. Hallo, herzlich willkommen zum ersten deutschen Video, was auf diesem Kanal hochgeladen wird. Okay, ja, warte. Hello and welcome, this is a German video, Wow. so, Wow, hello, welcome to the German video. So groß, ganz So, genial, ey. if you don't understand German, you won't understand what we're saying. Oh Mann! Oh Gott, Okay. ich mache meinen geilen Quark auf, meinen geilen Erde-Quark. But you can still join us and listen to us. It's, so. Yeah. Und ja. Und Genial, ey. Beste Anmoderation ever. Ja, okay. Ja, ich habe hier den Blub 340. Der nimmt auch auf. Ja, das ist korrekt. Also ich habe hier Steak, ich habe Knödel und ich habe eine Tomate. So. Ja. Genau. Ich habe einen Erdbeerquark. Können wir auch noch nach einem Schokopudding danach? Ah ja, das Steak ist well done. Also. Das Steak ist well done. Naja, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das nochmal auf Deutsch? Gut durch? Ja, Gut gut durch. durch. Ich weiß. Also bist du irgendwie so ein Steak-Soufflé oder wie das heißt? Ich Ich, glaube, das nein, heißt ich well selber done. nicht. Ich bin kein Steak. Medium, Medium und danach kommt well done. Hab auch noch Köpfe. Ja, Ja, was machen und wir hier Schönes? Wir puzzeln. wir haben hier ein Jigsaw-Puzzle. Mit zwei Individuen. Sehen ein bisschen aus wie Aliens, finde ich. Anti-Aliens. Ich glaube, die NASA kann aufhören. Wir haben eben Aliens gefunden, so eben. Also, gerade so Also. dieses linke Exemplar sieht sehr komisch aus, möchte ich mal anmerken. Also Blub hat erst rumgemeckert, als ich war da 320. Dann hat er rumgemeckert bei 180 und bei 80 Teil, da kam Öl, da sind wir ja sofort fertig. Dann habe ich gemeint, ich mache 180, da kam Öl, da brauchen wir 5 Stunden. Und jetzt habe ich einfach 80 gemacht. Ich habe aber noch ein paar Bilder im Petto. Also, wir haben jetzt hier dieses Foto und dieses Foto puzzeln wir jetzt quasi nach. Ja, das ist Ja, vollkommen easy. korrekt. Dann würde ich mal Easy. sagen, warte mal, das hier, das Teil, das gehört hier so hin. Nee, Moment. Doch. Ha! Das passt, oder? Das sieht ehrlich gesagt passend aus, Alles klar, ja. jetzt kann ich erstmal Quark essen, du bist dran. Ja, warte, warte, ich will doch, ich muss noch ein Bite Steak hier reinkriegen. So. Das haben sogar die Amis jetzt verstanden. So. Ein Warte. was? Ein Bite Steak. Also ein Happen vom Steak reinzwischen. Reinschüren. Ach so, ich dachte, das Steak beißt dich. Okay, schön. Wow. Ketchup. Warte mal, das hier, das kommt doch bestimmt dann hier unten hin. Ach, mega easy. Also dieses ganze Grünzeug, das kommt doch irgendwie. Was ist das denn? Als ob das da hinkommt. Ich glaube so selber nicht. Also ich forme mal zuerst die Randteile zusammen. Genau, dass die extra sind. Ey! Hallo. Wir sind das perfekte Puzzle-Team. Hallo, was machst du denn da? Ey! Extremstes Jetzt geht. Teamplay. Hallo, jetzt. Ich fummel die Nein! Randteile Lass zusammen. die. Ey! Du gehst wieder Hast du noch Puzzle. nie gepuzzelt, du Knödel? Na, ich bin kein Knüppel. So, ich fummel die Randteile. Alter, So ich esse puzzelt Quark, so. man. So So, puzzelt Puzzle man, mal. Dennis. Ey! Puzzle-Story. Ich war mal auf einem Geburtstag, wo so ein kleiner Stöpsel, okay, Stöpsel vielleicht nicht, vielleicht schon ein bisschen älter, ein Puzzle bekommen hat. So ein richtig großes, so 5 Trilliarden Teile. Und dann haben die das gepuzzelt.
Und da hat quasi ein Erwachsener mitgeholfen, der ein absoluter Puzzle-Profi war, laut seinen eigenen Aussagen. Also er war richtig scheiße. Und der hat dann quasi nach Nummern gepuzzelt, weil auf den Puzzleteilen stehen da hinten ganz oft Nummern. Da dachte ich mir so, ey, wie armselig ist das denn? Alter, war das Manu? Nach Nummern. Nachher guckt er das. Scheiße. Tut mir leid, Mann, Manu, das war nicht so gemeint. Ja, natürlich. Das war genauso gemeint übrigens. Und da, Alter, hier fliegt so eine scheiß Fliege bei mir rum. Ich hole gleich mal einen Raketenwerfer raus. Ja, auf jeden Fall hat der nach Nummern gepuzzelt. Dann, ja, guck mal, die Nummer, das Teil muss dann ungefähr hier sein. Ich dachte mir so, Alter, du bist so lahm, ey. Wir puzzeln bitte nach Nummern. Das sind so Leute. Gabi? Ja. Oh, Alter, guckt mal dieses Puzzleteil hier an. Alter, das ist gruselig, ey. Alter, das ist gruselig. Okay, also dieses Puzzleteil, das kommt bestimmt. Das Auge! Geh weg! Alter, nein, geh weg! Mach das weg, töte es! Ist das dein Mund oder das ist dein Mund? Das ist mein. Hallo? Guck mal, wie das hier aussieht, ey. Das ist aus wie ein Zoll. Nee, hä? Nee, das ist mein Mund. Hä? Aber das ist doch viel. Hä? Das kann auch gar nicht sein. Warte mal. Ach ja, gut, das gehört vielleicht nicht der. Vielleicht gehört das hier. Aber hier ist auch noch ein Mund. Ja, das doch war ja dein Mund. Ja. Ja, guck mal, wir sind ja gleich durch, ey. Das weiß ich gar nicht mehr, was ich gerade sage. Hier ist noch, guck mal, passt. Warte mal. Das sieht gar nicht so mega unfalsch aus, als ob das irgendwie hier so. Also. Warte, hier. Das ist halt auch so einer, der Dude, der dann bei Magic mit Karten spielt, die nur mit Karten spielt, die effizient sind. Wenn er eine Karte vom Anblick mag, nö, muss einen Effekt haben, einen effizienten Effekt. Also, das sind diese Leute. Fast, hier Yu-Gi-Oh!-Style hier. Was? Ein Monster mit 1800 Angriffspunkten ohne Effekt? Das gibt's hier nicht mehr. Naja, also auch so, ich meine, ich hatte hier auch effektive Karten, zum Beispiel ein Einhorn. Mit diesem Einhorn, das konnte zwar nichts, aber es konnte eine Zauberkarte vom Feld werfen. Also nicht negieren, aber vom Feld werfen. Einmal gebraucht den Effekt. Und dann habe ich ihn nicht genutzt, weil ich das Einhorn dann dafür hätte opfern müssen. Jawohl, das passt. Ja, mach mal, ich esse so lange. Wieso? Nein. Nein, du darfst bitte mal ein bisschen essen davon. Nein. Ja. Warte. Boah, jawohl, ey. Nee, das sieht mir richtig aus. Verdammt. Na, ey! Das kann überhaupt nicht sein. Nein, warte, okay. Hier! Das gehört. Nein, jetzt geht doch. Warte mal. Hier, so, zack. Nee. Und wie haben die anderen da reagiert? Weißt du das noch? Als er so anfing mit den Zahlen? Ja, die haben gesoffen. Oder so, keine Ahnung. Hä, was ist denn das? Wieso geht das denn nicht drauf? Oder so? Ach, keine Alter, Ahnung. Das sieht so bescheuert aus. Ich finde das so schön, wie wir uns an der linken Seite orientieren und ich das ganze Grünzeug machen, weil so was für Scheiße ist. Hä? Was ist da? Warte mal, was ist das denn für ein Zombie? Aber das gehört doch zu Dennis. Hä? Bist du das oder bin ich das? Was ist das für ein Zombie hier? Hä? Alter. Was ist das? Sicher, ja, dass da nur zwei Personen auf dem Bild sind. Alter, Twilight Zone.
Das wird creepy, wenn wir auf dem Bild hinten noch so jemand entdecken, der so um den Baum rumschielt. Ja. Es ist ja ein so eine SCP-Story. Das ist so ein Wesen, ich weiß gar nicht, welche Nummer. Das ist so ein Wesen. Wenn man das Wesen anguckt, dann überwindet es quasi alle Grenzen, um dich umzubringen. Und es ist so, dass du es, auch wenn du ein Bild von dem Ding anguckst, dann weiß das, also das ist total, so sitzt nur so da. Und sobald du ein Bild von dem anguckst oder irgendwas, dann, Ja. ja, dann tötest es dich, egal wo du bist. So. Und dann ist es so, dass in der Story, dass irgendjemand hat mal ein Bild geschossen vom, ja, keine Ahnung, irgend so eine Berglandschaft, so quasi kein Schwein da und so. Und da passiert nichts, aber irgendwie so 8 Pixel von dem Bild sind dieses Wesen. Und derjenige, und du kannst dir das Bild angucken, der hat sich das, ich weiß gar nicht, 20 Jahre oder so, hat er das Bild bei sich hängen gehabt. Und dann hat er eines Tages, hat er sich wirklich, hat er auf diese Stelle geguckt, nicht weil er was gesehen hätte, sondern da hat auf die Stelle geguckt, wo die 8 Pixel von dem Ding waren. Also er hat überhaupt Ja. nichts bemerkt und gesehen. Aber das Ding hat sofort gesnappt, okay, da hat jemand mich angeguckt und ist dann Kilometer, Meilen weit so durch sonst was, durch Wände gerannt und hat den umgebracht. Und das fand ich so creepy. Was? Ja, das ist halt so ein SCP-Wesen, ne? Das ist irgendwie, glaube ich, so, kann nicht wirklich verwundet werden oder so. Und ja, oder nicht wirklich. Also es ist halt auf jeden Fall sehr stabil. Und es weiß halt direkt, wo du bist. Und das ist auch, wenn du da irgendwie unter Wasser bist, in so einer in der Abyss-Zone oder so, also richtig weit unten. Das ist dem scheißegal. Und das, da haben sie einen, der da das Bild angeguckt von dem Ding und zack, war es da. Sagt. Ja, das fand ich gruselig. The Shy Guy heißt das, glaube ich, das Ding. Aber die Nummer nicht. Eins der ersten 100 oder so. Cool. Was wolltest du denn eigentlich noch für eine Geschichte erzählen? Die Geschichte, oh Gott. Hä, was ist denn? Irgendwie passt das Ding hier nicht. Genau, und zwar als ich gestern nach Hause gefahren bin, beziehungsweise noch auf dem Weg zum Auto. Da komme ich immer unter so einer, ja, unter so einer Fußgängerbrücke, die quasi unter so einer, also eigentlich mehr so ein Fußgängertunnel, ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Da komme ich quasi immer, muss ich quasi immer drunter hergehen, und ich war quasi gerade der Einzige, der durch diese Fußgängerbrücke, die so unter der Hauptkreuzung hindurchgeht, durchgegangen bin. Also vor mir, hinter mir, das passt irgendwie auch nicht, war gerade niemand. Und ich sehe, am anderen Ende stehen quasi so zwei Gestalten. Ja, was ist denn das für eine Sch... Und, ha! Nee, doch, das passt. Und einer steht quasi so, also du müsstest so ein bisschen wie bei Pokémon Team Rocket vorstellen. Einer stand halt so rechts und der andere stand halt so links. Also dass man auf jeden Fall zwischen den durchgehen musste. Und ich dachte mir schon so, ja, okay. Die wollen jetzt vielleicht irgendwas. Und ja, ich habe mich da schon auf das Schlimmste vorbereitet, aber letztendlich wollten sie nur eins, und zwar Flüssigkeit loswerden. Der eine hat sich rechts an in diese Unterführung gestellt, der andere links, zack, Struller, 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 Struller. Und dann haben die da erstmal an die schön frisch gestrichene Wand gestrollert, anstatt dass die irgendwie 5 Meter vorher ins Gebüsch gehen oder noch 10 Meter weitergehen. Nee, sie müssen genau an dieser in dieser Fußgängerunterführung, wo haufenweise Leute eigentlich immer da gehen, zack, Struller, 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 Struller. Ja, glaube ich gern. Und dann Also. pissen die da erstmal hin, drehen sich noch um, während man zwischen denen durchgeht und unterhalten sich miteinander. Was ist mit den Leuten nicht in Ordnung? Ja, ich weiß noch genau, wo wir in Leipzig da beim Obi.
Da hatten die diese Baustelle, die aber auch teilweise dann verlassen war, weil sie wirklich keine Ahnung wussten, gar nicht mehr, was sie machen sollen, keine Ahnung. Auf jeden Fall war da mitten, also vor dem Obi war halt dieses ganze Feld, wo halt quasi nichts war, außer Sand. Und dann mitten, richtig in der Mitte des Feldes, war ein Sandhügel, der auch sehr hoch war. Und das war alles. Und ansonsten so die Hauptstraße war direkt nebenan und so. Und ja. dann steht da so ein Dude direkt vor diesem Sandhaufen mit einem Lümmel raus und so richtig schön wie so eine Karikatur, so prps. Aber so richtig schön mitten auf dem Ding, direkt, wo ihn jeder sehen kann. Aber auch absolut jeder. Und ja. pinkelt da gegen den Sandhaufen. Ich meine, war das ein Hund? War das ein Werwolf oder so? Ein Werwolf. Ich meine, allen Ernstes. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob da ein Gebüsch war, aber ich meine, ich würde zumindest, selbst wenn ich diese Fee, diese Perk hätte, dass ich überall hinpinkeln könnte, wo ich wollte, weil man einfach nur mal zickt, so das aufmachen und dann geht's los. Hallo? Ja, selbst dann würde ich doch nicht unbedingt dann mich in die Mitte stellen und gegen einen Sandhaufen pinkeln. Ja, ist doch so, hier zack auf und los geht's. Das ist doch bei Männern so. Deswegen haben Männer auch die Macht in der Welt, weil sie einfach pinkeln können, wann sie wollen. Ach so, deswegen. Das ist der Grund. Hä, was ist immer das denn hier für ein Augenteil, ey? Alter. Was ist das denn für ein Glubschding? Warte mal. Nee, das passt nicht. Nein. das sieht... Nee, das sieht... Doch, lol. Das passt... Jetzt siehst du schon wie er aus, ein Mensch, ja. Verdammt, ich wollte gerade schon sagen, das kann nicht ich sein, das sieht so bescheuert aus. Also mein Face ist schon fertig, ne? Was ist eigentlich mit deinem zweiten Auge? Ist das irgendwie verschollen oder so? Ach nee, hier, guck mal, hier ist es. Hier ist es. Das sieht ein bisschen falsch aus. Ja, also ich finde... Also ich finde, so ist das schon ziemlich gut. Man hat ja genau so gehört, das. Alter, ich bin doch kein Lovecraft-Wesen ins Beflug. Ja. Ja. Also an diesen Scorp. Was machst du da? Ja, ich versuche was. Nein, das sieht nicht richtig Puzzle. Aus. Also an diesen Skorpion kann man sich auch sehr gut orientieren. Ja, warte mal, hier muss ein Ding hin. Hä? Warte mal, das hier vielleicht? Jawohl! Oder? Nee, hä? Doch. Passt das? Es sieht irgendwie richtig aus, aber irgendwie auch nicht. Boah, die Einteile sind so weiß, das ist fast schon creepy. Ja, das ist bestimmt oben links oder oben rechts irgendwie da so. Was ist das denn hier für ein Gestrubbel? Das könnten meine Haare sein. Hier, zack. Fast. Ich hab hier noch mehr von dem, von der Wolle. Von der Wolle? Nur grad verwirrt, weil da muss ich ja eigentlich erst, oder sind das deine? Ja. Du hast ja auch braune Haare. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ne, warte, gib mal her. Das hier? Ne, ich nehme jetzt das hier, so. Ne, das passt. Hallo, guck dir. Nein, das bist eindeutig gut. Guck dir das doch mal an. Das passt überhaupt nicht. Hier, so, zack. Ne, hä?
Das ist aber. Nee, oder hierhin. Nee, das sieht irgendwie auch nicht richtig aus. Oh. Ja, hier. Hä, was ist denn? Ach so, da ist noch der Übergang quasi. Wie ist denn der aktuelle Status bei Elon Musk? Wie der aktuelle Status? Naja, was ist denn da gerade aktuell jetzt bei SpaceX? Ja, bauen, ne? Bauen, ne? Ich komme gar nicht hinterher mit den Videos. Aber auch nur, weil ich mich Du entschieden habe, guckst also Videos. irgendwelche Reaction-Videos oder Trash, meine anti-veganen Reaction-Videos zu gucken, anstatt dass ich SpaceX gucke. Da wird halt mächtig gebaut. Ich hatte da neulich vorhin erst ein Video gesehen. Das sieht nicht ganz so ganz richtig Das aus. sind aber. Nee, das ist eine. Da neulich erst vorhin erst in der Boxen, in der Abo-Boxen-Video gehabt. Heute Morgen erst. Das decken die Leute wirklich, dass ich Elon Musk gesagt habe. Ja, der heißt doch so, oder nicht? Mit T am Ende. Ey, diese dreckige Drecksfliege, ey. Jetzt verpiss dich von meinem Fliege. Erdbeerquark. Ey, was soll denn das hier? Was war Warte das mal. so? So. Warte mal. Jetzt geh, Alter, wenn du hier einmal meinen Erdbeerquark nimmst, ich klatsche dich gegen die Wand, du Scheißfliege. So, was ist jetzt mit diesem Teil? Passt das da rein? Es sieht richtig aus, aber irgendwie auch nicht. Und wo ist mein fucking Kinn eigentlich hin? Guck mal, Hilfe Hier, kommen. warte. Hier sind noch mehr Strubbelhaare. Das sind doch bestimmt deine. Ja, passt. Super. Das sieht perfekt aus. Was ist das hier? Das gehört nicht mir. Ja, dahin. So, passt auch. Super. Wie aus dem Gesicht geschnitten, so erkennt die wieder. Hä, was ist das denn hier? Jetzt habe ich hier da hingelegt. Das ist vielleicht dein Kinn. Oder das Jetzt, könnte auch nein, dein wa, Kinn geh mal sein. da weg! Ja, aber guck mal, Dennis. Jetzt, Alter, oh, nee! Warte. So, Perfektes Teamwork. nee. Nee, Moment. Hä? Das gehört ja aber irgendwo hin. Das ist doch dieses Weiße. Alter! Was ist. Nein, das ist nicht. Alter! Das gehört vielleicht hier irgendwo. Kann es sein. Nee, warte mal. Mein Gesicht ist höher wie deins. Das hier Ja! kommt irgendwo hier oben hin. Oh, ja, Alter, super. du. Natürlich ist dein Gesicht höher, du bist größer als ich. Oh lol, guck mal, das passt. Ich habe das aus Versehen hier angeheftet und das passt. Hier, das Teil hier. Und das. Piep. Das passt hier mit dem Baum. So, damit kann man noch mal arbeiten. Ja. Ist es hier? Nee. Hä? Dennis. Ja, also Elon Musk mit T bereitet seinen Testflug vor, den 20 Kilometer Testflug. Und dieser Fliege kann er gerne mitfliegen. Alter, ich esse jetzt Erdbeerquark, sonst ist die Fliege den gleich. Ah, das ist nochmal so ein Augenbrauen-Ding. Hä? Aber da, nee, das gehört dir. Hier. Lol, das passt. Yep. Ach, da hast du ja auch noch ein bisschen längere Haare. Dann gehört das doch dir. Arm von der Wolle hier.
Nein. Hier, warte mal, das passt doch perfekt hier rein oder so. Ja, passt. Ja, total. Perfekt. Wie geht's eigentlich deinem Fahrrad so? Ja, dem geht's gut anscheinend. Da werde ich morgen, Montag, dann mitfahren, würde ich sagen. Ich hatte heute keine Zeit, Fahrrad zu fahren. Ich meine, ich musste erstmal aufstehen, YouTube gucken, duschen. Duschen? Duschen. Ja, duschen. Wir müssen alle duschen. Duschen. Essen. Steak machen. Wie geht die Zeit so langsam? Aber wie viele Kilometer waren das nochmal? 7? Was? War nach 7 Kilometer, was ich gesagt hatte? Was du fahren musst? Mhm. Oder was? Ja. Boah, keine Ahnung. Ja, ich glaube 7 Kilometer waren das. Oder waren es 6, irgendwas? 6,5, glaube ich. 6,5 ist ja quasi gar nichts. Oh. Das ist sogar Medium. Okay. Ich will dich mal sehen auf 6,5 jetzt so spontan. Ja, gar kein Problem. Locker. Das hier gehört doch irgendwo hier hin. Oh. Moment mal. Oder. Nee, das passt aber auch nicht. Nee. Warte mal, hier. Doch, das passt. Dann stimmt das hier. Ja, hier, deine Teile nehme ich, ne? Kompletter Bullshit. Ich bin jetzt echt ein bisschen satt nach dem Steak. Nach dem Steak? Mhm. Ein Schweinenackensteak. Aus Fleisch. Dieses Teil verwirrt mich so. Weil eigentlich ist ja rechtsgrün Zeug unten blau. Und aber das geht ja nicht. Ey! Was ist das für ein Mutanten-Skin? Aber irgendjemand muss das doch gehören. Ja, mir mit Sicherheit nicht. Warte mal. Warte mal. Scheiße, das passt, dir, oder? Das gehört dir. Hä, das kann überhaupt nicht sein. Das ist aber nur wegen dem Licht. Das ist dein Hals. Nee, da das ist dein sieht Hals. So, alter Bäh. Da ist dein Hals mit dran. Da ist mein okay. Hals mit dran, ja, super. Pustet schön. Niemals Gerne eure eigenen auch. Fotos. Man kriegt Komplexe. Ja, was das hier, ey? Was? Hm. Oh, ich soll mir etwa sagen, das sind wir beide auf dem Foto, oder was? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, man soll nicht seine eigenen Fotos. Oh, hier, warte. Ich hab dein Rest gefunden. Na, guck mal, so langsam. Warte mal, ich locke die schon mal. Ach ja, ich hab da was gelesen. Als ich es heute Morgen ausprobiert. Ach, scheiße, das passt. Alter, das ist behindert aus, ey. Als heute Morgen ausprobiert habe, was ich jetzt morgen erfand, da
war es so, dass das Steam gerade einen Bug hatte und es hat gecrashed, als ich ein Bild reinladen wollte. Und dann habe ich mich dann versucht, habe ich dann so geschaut im Steam Discussion Forum, ob ich eine Lösung finde und habe dann Puzzle eingegeben, ein Jigsaw-Puzzle. Und dann kam so ein Thread wie einer, nee, stimmt, bei Google war das so. Und dann hat einer gefragt, ja, wie kann ich denn das machen, dass, wenn ich am Puzzeln bin, dann kommen immer Leute rein und die Puzzleteile, die noch nicht gelockt sind, nehmen die Puzzleteile, also so, und shuffeln die. So. Und ich so, Ja. hä? Ich so, das, halt erstmal, das klingt wie irgendwie so ein Highschool-Bully. So, der Nerd-Club ist gerade am Puzzeln und da kommen die Bullies rein und schicken die Puzzle ab und dann so, Shaken. ja. Ja, die Englischsprache, meine Zuschauer, die Englisch sprechen, was ja nochmal die meisten sind, die müssen ja auch verstehen, was wir sagen. Jedenfalls, und dann habe ich das erstmal ein bisschen amüsant gefunden, obwohl ich es natürlich scheiße fand, aber ein bisschen amüsant war es trotzdem. Und dann habe ich dann gedacht, wie kommt manchmal, wenn wir jetzt hier so am Zocken sind, da kommt ja nicht auf einmal Marco rein und kommt und durchmischt unsere Puzzle. Und so, und dann alle so, naja, nur ihm Tipps gegeben und dachte ich so, okay, dann hat er wahrscheinlich so eine offene Runde, so dass man jeder joinen kann quasi. So eine Ja. quasi Puzzlerunde, jeder kann mitmachen und da kommen ab und zu die Bullies rein und Und mischen. waren die ganzen Puzzles auseinander. Das ist auch eine Frechheit, muss man mal sagen, ey. Ja, und da habe ich so gedacht, ja, ich wäre auch gar nicht erst auf die Idee gekommen, Puzzle zu machen und so, wo alle mitmachen, weil das ist ja eigentlich nur 320 Teile maximal. Na gut, wenn wir jetzt hier mit 80 Teilen hier am Struggeln sind. Was hast du denn hier am Struggle? Wo ist so gleich schon fertig? Ja, wie lange haben wir gebraucht? Du meintest, es dauert 10 Minuten, da sind wir fertig. Ja, wir sind auch nebenbei am Essen, da musst du Ich kann also. dann gerne mal ein 180-Puzzle nachher Das machen. ist ja nicht hier E-Sport-Puzzle oder so. E-Sport. E-Sport-Puzzle. Ja, guck mal hier, zack, passt. So, ja, jetzt sind wir beim nervigen Teil, dieses scheiß Grünzeug oder so. Ja, und das Weiße, dieses Radioaktive. Radioactive White. Ey, das sieht dann alles so geil. Warte mal. Das hier, das hier, das, was du gelockt hast, gehört hier überhaupt nicht rein. Was ist das denn, ey? Ups. Das gehört überhaupt nicht mit Dann rein. nimm mal die Pfote da weg. So, guck mal, ich hab's Wie deine entlockt. Foto da weg. Guck mal, das passt doch auch nicht. Das hast du Ja, gemacht. natürlich passt das hier, aber das andere passt halt auch nicht. Ja, vor allem, wir sehen auch auf dem, diese Menschen auf dem Foto sehen auch so aus, wie sie aussehen, ne? Weil, also so nach, was war das, so 8 Kilometer Marsch? So sieht das doch aus, als wären wir da 8 Kilometer gelatscht. Ich dachte ehrlich gesagt erst, das wäre ein Bild aus dem Dino-Park, aber das kann ja gar nicht sein. Guck mal, ich weiß, wo das, was du gerade misplaced hast. Hier, guck mal. Ah. Dino-Park, ja, Dino-Park-Bild. Ja, ich war so abgelenkt, als das nicht geklappt hat heute, dass ich vergessen habe, ein paar Bilder rauszusuchen. Ich habe noch ein paar rausgesucht, keine Sorge, aber, Warte mal, das gehört doch irgendwo hier hin. Nee, warte mal, das ist hier. Warte mal. Passt. So, jetzt hast du noch einen offenen Schädel und sonst sieht alles gut aus. ja, guck mal, das gehört doch zu meinem Kopf. Ja, warte, das gehört hier hin. Ich finde das schön, dass Tabletop das immer ansnappt. Ja. Das hier passt doch auch nicht. Hier, das, was du gelockt hast, ist auch Bullshit. Ja, aber du hast es bestimmt dahin gepackt. Was ist denn hier mit? Dieses Teil hier, das sieht doch sehr Das mysteriös ist hier aus. bestimmt. Meinst du? Tatsache. Nee. Das könnte. Alter, man sieht halt gar nichts. Ey, was ist denn das, ey? Warte mal, das hier gehört doch bestimmt irgendwie daneben. Ja, guck mal, das passt. Nee. Oder? Es könnte halt passen, es könnte auch nicht passen. Sagt Tabletop einem eigentlich an, wenn man es prächtig gemacht hat? Tabletop weiß überhaupt nicht, was wir überhaupt machen, oder? Ja, aber Tabletop hat das Bild ja erst
zerstört. Also ich. Mein Puzzle draus zu machen. Also ich würde mich jetzt nicht drauf verlassen, dass Tabletop irgendwas ansagt. Außer ach du Scheiße. Ja, das könnte passen, das gehört auch nicht, ist halt alles grün, ey. Warte mal. So. Nee, das passt hier nicht hin. Hä? Was ist das denn hier für ein. Hä, was machst du denn da? Irgendwas stimmt das nicht mit dem. Das ist da liegen, das ist Baum. Richtig. Lass das ja liegen. Guck mal, jetzt ist doch easy. Hier, so, fertig. Ich sag's dir. Ich sag's Hast dir. Hast du das gerade oder? Nee, Tabletop hat das gemacht. Und zerstört. Aber Tabletop hat gesagt, das sind richtig. Cool, ja, so, war geil. Ich lad das nächste eben. Yay. 36 Minuten. Easy. Wollen wir ein Folgenpäuschen machen? Ja. Was war das denn, die Stille? Ja. Ich suche derzeit ein Bild raus für uns. Gut, da kann ich nämlich einen Schnitt machen, ansonsten kriege ich das bei mir niemals hoch, weil ich ein scheiß Internet habe. Okay, dann machen wir ein Folgenpäuschen. I have shitty Internet.